Noch zu unserem Produkt. Also das Produkt ist jetzt keine Erfindung von uns, ja, sondern wir haben das einfach beobachtet, damals in Ghana, wie wir fast 14 Jahre in Ghana gearbeitet haben und haben einige soziale Projekte dort aufgebaut. Und eines ist eben dann auch hier die Gewinnung von natürlichen Pflanzenhilfsmitteln. Ja. Und wir sind darauf gekommen, eben über eine Geschichte, dass in Japan der Bambus destilliert wird und diese Destillate dann hergenommen werden in der Humanmedizin, in der Kosmetik, im Haushalt und eben auch in der Landwirtschaft. Und da haben wir uns dann erkundigt, wie das so ist und wirkt und sind darauf gekommen, dass es bereits, ich möchte jetzt nicht übertreiben, aber bestimmt 1000 Studien darüber gibt, über die Effektivität und die Wirkungsweise von Bambusdestillaten. Und was für uns dann doch sehr, ja, fast schockierend ist, dass in Deutschland leider fast keine Wissenschaftler sich über dieses Thema informieren. Und selbst wenn man sie darauf hinweist und diese Studien ihnen zukommen lässt, sagen sie ja, das muss ja noch mal in Deutschland getestet werden, obwohl es eigentlich genug Untersuchungen gibt im Labor, in Gewächshäusern, in Freilandkulturen und dass es auch Länder gibt, praktisch wie Australien, Japan und auch in Korea, die diese Mittel bereits einsetzen. Und wir finden es äußerst traurig, dass ein fortschrittliches Land oder das Vorzeigeland Deutschland, was die Bioökonomie und auch die Biobetriebe nach oben pushen möchte, sich diesem Thema extrem verschließt. Ja. Und wir können nur noch sagen, also wie gesagt, das ist keine Erfindung von uns. Und unsere Technologie ist eben die optimale Gewinnung und Destillation der Produkte und der Reinheit der Produkte. Und unser Ziel ist es einfach, diese alten Produkte wieder auf den deutschen und europäischen Markt zu bringen. Im Moment sind wir das einzige Unternehmen, das diese Produkte in Deutschland zugelassen hat und registriert hat. Wir haben auch die Zulassung von Fibel bekommen. Das bedeutet, die Produkte dürfen in allen Biobetrieben eingesetzt werden, ob sie jetzt von Naturland sind oder von Bioland oder von Demeter. Also für die gesamten Biobetriebe ist unser Produkt zugelassen. Und wir kämpfen darum, eben dass dann die chemischen Produkte immer mehr in den zurückgehen und eben rein natürliche Produkte auf den Markt kommen und somit ein Closed Cycle Farming entstehen kann, dass die Wertschöpfung auch in der Landwirtschaft ist und wir die Produkte eben veredeln für die Landwirte und ihnen wieder zurückgeben, ohne dass jetzt hier irgendwie fossile Rohstoffe dafür gebraucht werden.